Ja, klar, warum nicht? Also ja, das war jetzt Nexomon. Ich habe keine Ahnung. Hallo, was hast du vor, Anna? Ey, jetzt, wo du ein Nexolord bist? Ey, du hast viel Arbeit vor dir. Wir sind mit dem Bau des Tores zum Netherworld fertig. Komm in den Keller deines Hauses und besorg dir Vorräte. In Netherworld gibt es keine Einkaufszentren. Alter, krass. Was sagt denn mein Geld? Was sagt denn mein Geld? Mein Geld sagt, ich kann mir nicht so viel leisten. Ja, Leute, wir haben anscheinend eine weitere Welt freigeschaltet. Das sind die legendären Helden. Alter, können wir mal gegen wilde Viecher kämpfen. Hoffentlich überstehen wir das. Oh nein, es sieht so stark aus. Boah, das war knapp. Aber ja, ich fand das Spiel eigentlich recht unterhaltsam, soweit. Und wenn ich irgendwie an den zweiten Teil komme, werde ich den wahrscheinlich auch spielen. Frage ist halt nur, ob ich überhaupt rankommen werde. Junge, ich habe die ganze Welt gerettet und du hast es nicht mal geschafft, hier wieder klar Schiff zu machen. Ich bin enttäuscht. Der steht immer noch hier. Hallo? Ich bin der neue Nexolord. Hab mal ein bisschen mehr Respekt, Alter. Ist Edelsteinbazar. Also ich werde dieses Netherworld-Zeug jetzt noch nicht machen. Vielleicht machen wir das ja irgendwann anders. Aber nicht jetzt. Oh nein, Ivan ist weg. Da bin ich jetzt hier der Aufseher. Das ist jetzt mein neuer Job. Ich warte einfach hier, bis Gegner kommen. Kommt bestimmt gleich einer. Jeden Moment. Ganz bestimmt. Okay, ich kündige. Mich würde jetzt aber noch interessieren, was jetzt beim Turm abgeht. Tatsächlich. Aber du bist auch Nexolord, du stehst an einem ganz anderen Ort.
allem, es heißt ja, dieser Turm, in dem wir waren, das ist das Zuhause vom Nexolord. Ich würde nicht in einem Turm voll mit Lava, Höhlen und einem riesigen Baum wohnen wollen. Ups. So, Turm des Nexolord. Ja, hallo, ich bin hier für die Schlüsselübergabe. Natürlich, ne? Jetzt, wo ich Nexolord geworden bin, kommst du angekrochen. War ja klar. Okay, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Dachte ich mir schon. Man muss auch erst deinen Vater einmal umnieten, damit du dir denkst, yo, jetzt hätte ich Bock. Ey! Der Turm des Nexolords ist geschlossen. Der Nexoguard muss sicherstellen, dass alle seine Ausrüstung richtig zerstört ist. Ey! Ey, 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 ey! Komm hier, ich geb dir, komm her. Komm, one on one. Von mir ist auch one on three. Ich bin der neue Nexolord. Ich hau euch alle weg. Lass mich rein. Er hat dich nun als würdig anerkannt. Er ist ein Haufen Scheiße, das ist er. Sonst wirst du weiter in deinem alten Haus bleiben. Nein, tatsächlich nicht. Denn falls du dich daran erinnerst, der Nexon-Lord hat noch ein anderes Haus. Und die haben uns die ganze Zeit gesagt, wir dürfen da nicht hin. Und jetzt ist die Zeit der Offenbarung gekommen. Jeden Moment, ich muss nur hinlaufen. Warum haben die Leute hier eigentlich immer noch Angst? Der nächste Lord ist doch weg. Wehe, mein Robokumpel hat jetzt immer noch... Einmal brauchen wir eine Art Schlüssel, um sie zu öffnen. Zuerst sagst du, wir haben keine Zeit und jetzt, wir bräuchten wohl eine Art Schlüssel. Und so endete die Reise von unserem jungen Helden. Der versuchte, in fremde Häuser einzubrechen. Aber ja. Ich bin der Nexolord, Junge. Aber ich würde dann auch sagen... War's dann auch erstmal. Ich könnte mir jetzt noch die Welt anschauen, die wir freigeschaltet haben.
Aber... Weißt du was, das machen wir auch einfach. Warum nicht? Hier hat nicht zufällig jemand irgendwie ein Totem gesehen. Totem. Totem. Fällt mir ein, hier unten war ja auch noch ein Weg. Hier bin ich einmal lang gegangen und dann direkt wieder umgedreht. Was haben wir denn hier? Jemand, der in ein wildes Nexomon reinrennt, was er one-hittet. Es ist wirklich wie im Kühlschrank hier. Das Einzige, was uns aufwärmen könnte, ist ein Nexomon haben. Was sagst du? Ich sage nein. Irgendwie. Jetzt ist es besser. Spüre die Kälte nicht einmal mehr. Danke für den Kamm. Okay. Was hier? Warte mal. Das ist alles? Stelle mit einem Trainer und nichts. Das ist sehr enttäuschend. Ich will doch nur so ein blödes Totem finden zum Teleportieren. Wenn man die Kälte nicht mehr spürt, ist das eigentlich ein Anzeichen dafür, dass man kurz vorm Erfrieren ist. Oh. Gut. Es könnte auch einfach ein Anzeichen dafür sein, dass du übertreibst. So, seid ihr bereit für Netherworld? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber... Ja...
Ah, da bist du ja. Fürchtest du dich, junger Nexolord? Der Ort, an dem du uns schickst, ist sozusagen die Hölle und wir bekämpfen den Teufel und seine Brut höchstpersönlich. Haha. Ja, das beschreibt es ganz gut. Na los, wenn ihr nicht die Seele von Omnicron zerstören, wird es ihm möglich sein, wieder aufzuerstehen. Oh. Es ist dein Job als Nexolord sicherzustellen, dass das nie passiert. Warum können nicht die Aufseher gehen? Sind sie nicht unsere Lakaien? Ach, ich würde gerne sehen, wie Spencer gegen Omnicron kämpft. Um ehrlich zu sein, haben wir den Kontakt zu den Aufsehern verloren. Aber mach dir keine Sorgen, sobald wir sie finden, schicken wir sie zu dir. Und diese Schönheit hier ist das Vortex-Portal. Du hast einfach einen Nexocore unter deinem Haus. Egal, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lasst uns das Portal aktivieren. Die sich von einem Namen ableiten lässt. Okay. Die Antriebe laufen. Wir sind sicher gegangen, dass ihr an einem sicheren Ort landet. Bitte tritt jetzt auf die Plattform. Hallo? Hör mir jetzt genau zu. Aber ich... Deine Aufgabe ist es, die Netherworld zu erkunden, Omnicron zu finden und seine Seele zu verstehen. Erstehen? Leider wissen wir nicht genau, wo er sich aufhält. Deshalb könnte es etwas dauern, bis du ihn findest. Jetzt geh! Dr. Winston? Ja, Margo? Bist du dir sicher, dass wir keinen der anderen Aufseher erreichen können? Ja, das beunruhigt mich. Und Ellie oder die anderen? Keiner von denen leider. Die Vorstellung ist, dass all unsere Verbündeten an diesem wichtigen Tag verschwinden. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Dr. Winston. Zumindest sind wir schon mal in einem Stück angekommen. Margo und Winston schienen ziemlich in Eile gewesen zu sein, nicht? Sie haben nicht mal auf die anderen Aufseher gewartet. Anscheinend haben sie ziemliche Angst, dass Omnicron zurückkommt. Hey, schauen wir uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir Hinweise über diese merkwürdige Welt. Oh, und wenn du zurück in die normale Welt willst, lass es mich wissen. Merkwürdig. Hieß es nicht, die Aufseher würden uns helfen? Sie scheinen nicht in der Nähe zu sein. Warum ist da... Hey, ist das nicht Nexomite? Scheinbar wächst es überall in der Netherworld. Nexomite ist sehr wertvoll. Wir sollten so viel davon sammeln, wie wir können. Ah. Hier haben sie also die Währung zu einem Collectible gemacht. Cool. Durch die Barriere kommen wir nicht durch.
liegt an deinen Nexomon. Hey! Oh Mann, warum folgst du uns? Ich lebe hier? Ich muss auf meinen Vater aufpassen, erinnert ihr euch? Was hast du da an? Ich bin jetzt keine Erkunderin mehr, das gehört der Vergangenheit an. Ich bin jetzt ein Bändiger. Willst du kämpfen? Nö, ich hatte dann halt nicht. Wenn ihr den langen Weg hierher gekommen seid, dann seid ihr sicher hier, um seine Seele zu zerstören, oder? Ihr seid nicht die Ersten, die das versuchen. Nicht? Nein, viele kamen vor euch und haben versucht, diese Aufgabe zu bewältigen. Sie alle scheiterten. Ina, wir brauchen deine Hilfe. Vielleicht können wir es schaffen. Aufhalten kann ich euch nicht, aber es wird nicht leicht. Diese Barriere ist erst das erste von vielen Hindernissen. Wofür ist die denn gut? Barrieren wie diese verhindern, dass Nexomon hier durchgelangen. Du musst wissen, dass die Nexo-World wie ein großes Gefängnis fungiert. Um hier vorbeizukommen, müssen deine Nexomon sehr stark sein. Ina, wir haben das Spiel durchgespielt. Das reicht nicht. Um das volle Potenzial herauszuholen, müssen eure Nexomon eine sogenannte Reinkarnation durchführen. Reinkarnation. Die Details sind etwas kompliziert. Ihr solltet mit Miriam sprechen. Kommt, folgt mir. Lass uns rausfinden, wie es mit dieser Reinkarnation auf sich hat. Nexomite. Oder Nexomit, wie es da immer steht. Nimm doch mal die Nexos mit. Ah, sind sie das, Nara? Ja, du musst ihnen helfen. So muss der momentane Nexolord sein. Aber du bist ja nur ein Kind. Tja. Was weiß ich schon. WTF ist diese Reinkarnation. Wird das Nexolord getötet und als Zombie wiederbelebt? Oder geopfert und als Gottheit wiedergeboren. Ich bin Miriam, eine der Mystika der Netherworld. Könnt ihr euch jetzt mal bitte entscheiden, ob ihr es jetzt Netherworld oder Nexoworld nennen wollt? Danke. Viele starke Nexolords vor euch sind an dieser Reise ins Herz der Netherworld gescheitert. Keiner ist je zurückgekommen. Bist du bereit, an ihre Fußstapfen zu treten? Vielleicht nicht in alle, aber in ein paar davon. Dein Mut grenzt an Waghalsigkeit. Nun dann, lasst mich die Regeln der Reinkarnation erklären. Nur Nexomon, die eine bestimmte Stärke erreicht haben, können wiedergeboren werden. Sobald es wiedergeboren ist, wird es auf seine Basisform zurückgesetzt. Meh. Das heißt auch, dass die Werte zurückgesetzt werden. Warte, aber sollen die Nexomon nicht stärker werden? Warum sollten wir die Werte zurücksetzen? Lass mich doch erstmal fertig erklären. Diese Jugend von heute, wirklich, ey. Ja, da
eine werden wieder schwach. Dafür steigen seine Werte aber schneller an. Mit anderen Worten, mit jedem Levelaufstieg wird dein Nexomon stärker als eins ohne Reinkarnation. Wenn du die Barriere durchbrechen willst, musst du das Ritual durchführen. Ich werde auf dich warten, junger Nexolord. Also kann Miriam die Level auf 5 zurücksetzen. Und das ist die einzige Möglichkeit, hier weiterzukommen. Wenn du dazu bereit bist, dein ganzes Team zu reinkarnieren, dann los. Ansonsten kannst du einzelne Nexomon lagern. Ich habe einen Zugriff auf das Lagersystem, also kannst du jedes Nexomon hier lassen. Ich werde hinter der Barriere warten. Viel Erfolg! Das ist jetzt aber nicht so lustig, tatsächlich. Ich meine, wenn wir es eh machen müssen, okay. Aber... Gut, dass wir darüber geredet haben.